Future Masks! Da ist er. Die Pyjama-Helden. Meister Fang ist bereit für den Angriff. Genau wie Kick-Magie. Aber... Haia! Gib auf, Romeo. Es gibt kein Entkommen. Ich will gar nicht entkommen. Ganz genau. Warte, was? Was ist das? Hallo, ich bin Roberta. Sei nicht so höflich zu den Pyjama-Plagegeistern. Aber die wirken so nett. Das ist meine neueste Kreation. Meine neue und verbesserte Roboterfreundin. Sie wird mir bei all meinem Schurkenzeug helfen. Was hast du mit den Spielplatzgeräten gemacht? Das war nicht ich. Warum fragst du nicht ihn? Dieser Roboter wurde aus den geklauten Spielplatzgeräten gebaut. Da sind sie jetzt alle. Dein alter Roboter baut einen neuen Roboter? Warum sollte er noch einen Roboter bauen wollen? Keine Ahnung. Bei dem muss eine Schraube locker sein, denn er will einfach nicht auf mich hören. Klingt wie eine Aufgabe für Meister Fang und Kick McGee. Gehen wir. Aber... Bei der Kraft von Meister Fangs mächtiger Faust befehle ich dir, stehen zu bleiben. Es sei denn, du willst meinen Hammer-Gerechtigkeitskick kennenlernen. Gecko? Ich hätte mich vorher dehnen sollen. Gib uns lieber diese Spielplatzgeräte zurück. Negativ. Dieser Roboter ist mein neuer bester Freund. Kick, er haut ab. Ihm nach, Meister Fang. Jungs, wartet, nicht so schnell. Ich kann über die Gebäude fliegen und für euch Ausschau halten. Meister Fang und Kick McGee haben einen Speer nicht nötig. Wir sind die Meister der Kampfkunst. Hi-ya! Ja, wir sind wie immer für alles bereit. Entschuldige. Kein Problem. Ja! Und was ist mit mir? Gaffanagecko! Müssen wir nicht ins Stadtzentrum fahren? Wozu die Eile? Wir haben doch genug Zeit. Geschnallt. Er gönnt sich eine kleine Pause. Okay, das ist der Plan. Wenn wir uns aufteilen, kann er uns nicht alle langsamer machen. Eulette und ich greifen Romeo direkt an. Und du, Gecko, versteckst dich, bis ich dir das Signal gebe. Alles klar. Diesmal lasse ich mich nicht ablenken. Okay, maximales Tempo. Und jetzt schau zu, Roboter. Nichts ist zu schnell für Romeo. Ein Frisbee in Zeitlupe? Das ist ja abgefahren. Du schon wieder? Gecko, Vorsicht! Lauf! Ah! Ups, nicht schnell genug, Gecko. Ich muss lernen, mich nicht so ablenken zu lassen. Bis dann, PJ Masks. Ich bin unterwegs ins Stadtzentrum. Glaubt mir, das wird der Kracher. Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Ich bin nur super langsam. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen. Macht lieber ohne mich weiter. Niemals, Gecko. Wir sind ein Team. Du hast recht, Catboy. Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen. Dann mal los. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Leute, jemand von euch muss mich tragen, bitte. Eulette, du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gecko-Stärke um diese Uhr. Catboy, wenn es Eulette erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken. Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe. Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken. Die Pyjama-Helden. Du glitschige Schlange, du! Warum ruinierst du all unsere Bücher? Lesen macht Spaß! Finde ich nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich sehe mir viel lieber Bilder von mir an. Was? Du musst nur lesen, was dir Spaß macht, wie mein Funkelblitzbuch. Auf keinen Fall! Serviere diese Clowns ab, Roboter! Romeo hat alle Bücher geklaut! Ich stoppe ihn mit einem Funkelblitz. Kick und zack! Ha! Ha! Ah!
Jetzt hast du dich selbst weggekickt, Eulette. Was ist so schlecht an deinen super tollen Moves? Die sind in Ordnung, aber ein Blitzflip würde Romeo total überraschen. Eines Tages schaffe ich ihn. Okay, finden wir raus, was Romeo als nächstes vorhat. Wo gibt es viele Bücher? In der Stadtbibliothek. Ringelndes Reptil. Da sind einige der wertvollsten Bücher der Welt. Wir müssen ihn aufhalten. Eulette! Komm schon! Romeo könnte sonst aus der Bibliothek auch alle Funkelblitzbücher stehlen. Gut gemacht, mein Metallmann. Bald wird in der ganzen Stadt jedes Buch von mir handeln. Du bist bisher eine meiner besten Erfindungen. Danke, Meister. Ich liebe euch, Romeo. Romeo ist ein Genie. Letzte Etappe, die Bibliothek. Hervorragend, die Tür ist verschlossen. Romeo ist noch nicht drin. Gecko, du kletterst drauf. Sobald ich seine Füße gefesselt habe, springst du runter und stößt den Roboter um. Okay, Catboy. Super Eidechsengriff. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt, er feuert weiter! Alles gut, nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ-Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Wuhui! Nein! Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem so weit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss. Wow. Ups. Ich meinte links. Ist das da auf dem Labor das vermisste Teleskop? Finden wir es raus. Meister, Sie bekommen Besuch. Oh! Aha, die Pyjama-Helden. Sucht ihr zufällig das Teleskop? Warum hast du es geklaut, Romeo? Ist das nicht offensichtlich? Ich brauche es für meinen Weltall-Laser. Weltall-Laser? Cool. Hm? Ich meinte, was hast du damit vor? Ich graviere mein Selbstbildnis in den Mond. In den Mond? Ich glaube, ich nehme diese Seite. Beeindruckend, ha? Bestätigt. Wenn ich die Weltherrschaft übernehme, wissen endlich alle, wie ich aussehe. Sobald sie mit dem Laser zielen können. Naja, ich arbeite dran. Du darfst den Mond nicht verändern. Also gib das Teleskop zurück. Einfältiges Kätzchen. Ich kann tun, was immer ich will. Ach ja? Halt sie auf, Roboter! Gecko, hilf Catboy! Ich halte Romeo davon ab, den Laser abzufeuern! Nur noch ein kleines bisschen nach links und... Ach, ich werde euch zeigen! Gecko, unternimm was! Was denn? Ich kann nicht einen Laser und einen Roboter aufhalten. Ciao, ciao, Spatzenhirn!
Hallo, ich bin ein Roboter. Hallo, Roboter, mein Name ist... Das Geräusch kenne ich. Das ist ein Eiswagen. Ich liebe Eiscreme. Hoffentlich haben sie auch doppelt Hofu-Pistazie. Romeo kommt. Das ist unsere Chance. Ja, jetzt habe ich dich, Romeo. Ein Trick? Oh, ich wollte unbedingt ein Eis haben. Oh, das werdet ihr mir büßen, PJ Masks. Super Eidex-Griff. Gecko! Ihr Pyjamas lehrt das auch nie. Komm sofort zurück, Romeo. Was? Und jetzt gleich nochmal. Gecko, da oben. Gar kein Gecko. Sauer. Warte, wir können noch eine Idee ausprobieren. Oh, was für ein grässlicher Gestank! Der Stinkekäse wird Romeo sicher aus dem Museum vertreiben. Das hoffe ich doch. Ich schaffe es kaum, direkt daneben zu stehen. Ich halte es nicht aus. Ich brauche frische Luft. Romeo ist draußen. Gecko, nein, warte! Jetzt habe ich dich, Romeo. Was? Das glaube ich eher nicht. Die Wettervorhersage lautet... Stinkig! Wow! Hä? Ups. Netter Versuch, Pyjama-Plagegeister. Und jetzt raus hier. Hä? Könntest du bitte aufhören, dieses Videospiel zu spielen, Roboter? An die Arbeit. Such die Tür, durch die Pyjama-Plagegeister reingekommen sind. Autsch. Hä? Wow. Wow. Keine Sorge, ich arbeite an unserem nächsten Schritt. Wow. Wow. Ups, tut mir leid, Jungs. Wir hätten das Tablet nicht gebraucht, weil Catboy alles im Griff hatte. Ich war schuld, nicht das Tablet. Ich habe nur auf die falsche Taste gedrückt. Nächstes Mal wird es definitiv klappen. Roboter bewacht die Tür. Niemand darf durch. Wie kommen wir nur an diesem großen Blechtürsteher vorbei? Ich überrasche ihn und locke ihn rüber ins Gebüsch. Dann schleicht ihr euch hinter ihn und stellt ihm eine Falle. Nicht nötig. Mein Tablet kann den Roboter steuern. Ich muss mich nur an seine Steuersensoren einloggen. War Toilette. Fertig. Schaut zu. Was geschieht hier? Warum benutzt Roboter das Hauptquartier als große Trommel? Hör auf damit! Gar kein Gecko! Was machst du da, Eulet? Das ist eine Katastrophe! Wir müssen ihn stoppen! Oh, da ist wohl was mit den Robotersensoren faul. Das müsste einfach sein. Einen Moment noch! Was ist da los, Roboter? Ah, verstehe. Netter Versuch, Spatzenhirn. Aber der Roboter gehorcht nur seinem genialen Schöpfer. Rein mit dir zur Reparatur. Gecko, schnell! Superkatzenhüpfer! Oh nein, vergesst es! Ich benötige Ruhe und Stille, um diesen Hauptrechner zu verstehen. Beruhigt euch, Leute. Das ist nur ein Skelett. Wir sind im Museum. Danke, Meister. Ich verstinke so gern. Genug verstunken. Ich weiß, dass du das magst. Wie wär's mit etwas Zeitlupe, Spatzenhirn? Dafür wäre ich jetzt soweit. Oh nein, daraus wird nichts. Was? Nein! Hab dich! Aha. Eine böse Maschine ist fertig. Fehlen nur noch zwei. Los, mein metallerner Freund. Mach dich bereit für den allerletzten Angriff auf das Hauptquartier. Bestätigt. Wir müssen unseren neuen Move machen.
Nur so können wir Romeos Fernbedienung kriegen und ihn stoppen. Gehen wir es nochmal durch. Catboy läuft hierhin, ich da drüber und... Ich schlag ein Rad. Kein Problem. Aber wozu einen neuen Trick, wenn man auch einen fliegenden Wirbel kann? Gar keiner Gecko. Wenn er den Laborschlitten repariert, wird er unsere Fahrzeuge vereisen. Wir müssen ihn stoppen. Vielleicht könnten wir den Move versuchen. Nur wir beide. Es ist ein Drei-Leute-Move. Alle müssen mitmachen. Und da kommt Eulette. Okay, Zeit für den fliegenden Wirbel. Ist dir etwas schwindlig? Das wäre so, meine gefiederte Freundin, wenn ich dich im Auge behalten würde. Aber ich habe interessantere Dinge zu beobachten, wie meine herausragende Maschine. Sie ist fertig. Oh nein, Eulette! Der Laborschlitten ist wieder ganz. Nur noch einer fehlt jetzt. Komm zu deinem Meister, Superzug. Sieht aus, als würdest du jetzt rotieren. Super Katzentempo. Hab dich. Super Gecko-Muskeln. Wow, der hat dich aber ganz schön geklatscht. Ich weiß. Schaut, bald hat Nachtninja die Parade komplett an sich gerissen. Seht ihr PJ Masks? Meine Parade wird unglaublich. Ohne alberne Farben oder fröhliche Musik. Achterpurzelbaum! Oh, Catboy, bitte mach einen neuen Rhythmus. Sonst machen die Ninjalinos hier alles kaputt. Nicht ohne meine Trommel. Aber ich habe einen Plan. Ich schlag mich zu dem Festwagen durch, schwing mich an der Fahnenleine entlang und lande auf dem Rücken von Nachtninja. Das bringt aber vielleicht noch mehr Chaos in die Parade. Ja, und du könntest dabei die Fahnen herunterreißen. Dann ist nichts Buntes oder Lustiges mehr übrig. Wir reparieren das, sobald ich meine Trommel wieder habe. Oh nein! Der unglaubliche Catboy weicht einem, zwei, drei Ninjalinos aus. Springt dann auf den Festwagen, ups, und hinterlässt violette Fußabdrücke, aber egal. Der unglaubliche Catboy hängt sich an die Fahnen, die, locker sind. Catboy schwingt herbei, um die Parade zu retten. Er landet, rollt und springt. Wow! Ninjalinos! Ich mach das unheimliche Lachen. Danke, Katzenklo-Bubi. Du hast mitgeholfen, den Ninja-Festwagen zu streichen. Jetzt ist fast alles bereit für meine Parade. Und ich werde sie mit deiner Trommel anführen. Ninjalinos, kommt! Catboy, alles in Ordnung? Ja, aber Nachtninja hat immer noch meine Trommel. Du brauchst deine Trommel nicht. Du schaffst es auch ohne sie. Ich weiß nicht. Hier ist der Plan. Ich setze meine Flügel ein und vertreibe die Ninjalinos von den Fahnen und Festwagen. Und ich fange sie in dieser Kiste ein, während du alle Pinsel aufhebst. Dann kannst du einen Rhythmus vorgeben und die Ninjalinos folgen dir. Komm schon, Catboy. Dann wird euch das Lachen vergehen. Medaillon für einen Superstarken, hä? Wenn ich es hätte, wüssten alle, dass ich der Stärkste bin. Gecko, was redest du denn da? Wenn ich den Stein zertrümmere, dann kriegt nicht Nachtninja das Medaillon, sondern ich. Ich trage es wie die Athleten aus meinem Buch. Setzt eure Kung-Fu-Fähigkeiten ein, Ninjalinos. Ah, ihr müsst fester zuschlagen. Und zwar so. Hi-ya! Du bist nicht stark genug, aber ich wette, ich bin es. Gecko, hör auf! Aber wenn ich ihn zerbreche und das Medaillon bekomme, dann kann Nachtninja keine anderen Sachen mehr zertrümmern. Träum ruhig weiter, Eidechsenfuß. Ninjalinos, rollt den Stein! Weiter so, er geht sicher bald zu Bruch. Wenn der Stein weiter so herumrollt, macht er noch die ganze Stadt platt. Wir müssen ihn aufhalten. Stein zerbrechen. Niemand kann diesen Stein zerbrechen, Gecko. Wir müssen ihn nur aufhalten. Das würde doch beweisen, dass ich super stark bin. Ich könnte es an die Wand hängen. Du bist super stark. Wenn du diesen Stein triffst, fliegt er weg wie nichts. Probieren wir was anderes. Ich laufe im Kreis um Nachtninja und seine Ninjalinos herum. Ja, und ich fliege mit Gecko hin, damit er... Den Stein zertrümmern kann? Nein, wir bringen ihn ins Hauptquartier. Na gut. Na dann los. Super Katzentempo. Ah!
packe ich ihn ins Hauptquartier. Nur ein Versuch kann ja nicht schaden. Super Gecko-Muskel! Romeo ist verschwunden. Hier oben, Spatzenhirn. Ich fliege. Mit meinem Kräftekopierer habe ich deine Kräfte kopiert. Und da bist du nicht der Einzige. Dann habt ihr Eulets Kräfte auch aufgenommen. Was? Niemand außer mir setzt meine Kräfte ein. Hoffentlich hast du eine Landeausrüstung, Romeo, denn ich hol dich da runter. Da kannst du sicher sein. Also, wir sehen uns dann später, Catboy und Gecko. Wow, wenn ich eure Kräfte kopiert habe. Er entwischt. Fliegen wir los. Mir geht's gut. Mir auch. Fliegen ist meine Kraft. Ich weiß, wie man sie einsetzt und hätte Romeo erwischt, wenn du es nicht vermasselt hättest. Benutz deine eigenen Kräfte. Aber mit doppelter Kraft können wir ihn in der Hälfte der Zeit besiegen. Ja, und außerdem macht Fliegen Spaß. Diese Kraft hatten wir bisher noch nicht. Wollt ihr mich jetzt jagen oder nicht? Los jetzt, PJ Masks. Lasst uns Romeo finden. Besser, wenn ich fliege und ihr sucht vom Boden aus. Aber von hier oben können wir viel weiter sehen. Außerdem macht es viel mehr Spaß. Ja. Ich kann Romeo nirgendwo entdecken. Setzt du Eulenaugen ein? Ja, aber ich nenne sie Katzenaugen. Du besitzt auch meine Eulenaugenkräfte? Ich versuch's auch mal. Gecko-Blick. Oh, ich sehe Romeo. Nein, ich glaube, ich hab ihn. Nein, da ist er. Ups. Wie setzt man Eulenaugen ein, um Dinge aus nächster Nähe zu sehen? Ah! Hey, das war ein Salto. Ihr seid als nächstes dran. Wir müssen in Deckung gehen. Schnell. Gecko, Achtung! Super Katzentempo! Okay, Gecko, folgender Plan. Während Eulette und ich Romeo ablenken, schnappst du dir seine Maschine. Was? Aber ich kann weder springen noch fliegen. Und was, wenn ich es könnte? Vielleicht kann ich das Hauptquartier retten, wenn ich fliegen lerne. Wow! Ich komme! Gleich heb ich hoch in die Luft ab! Gecko, was machst du da? Versuchst wohl zu fliegen, ha? Huh? Komm, lass dir von einem Genie helfen! Nicht ganz! Du hast nur meine Flügel erwischt! Wow! Ich kann wirklich fliegen! Oh, aber nicht in die Richtung, in die ich will! Leute, Hilfe! Los, Eulette! Halte durch, Gecko! Ich komme! Danke, Eulette! Kein Problem. Aber Fliegen ist nicht die einzige Lösung. Warum benutzt du nicht deine Tarnung? Meine Tarnung? Wirklich? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Problem zu... Wow! Was ist hier bitte los? Ich hab dich erwischt, Spatzenhirn! Das ist los! Endlich schaffe ich's da runter! Ich komm nicht an dich ran! Versuch zu fliegen, um die Anti-Schwerkraft zu überwinden! Ich bin zu leicht. Ich kann's nicht kontrollieren. Ein PJ Mask ist am Boden. Oder vielmehr oben. Fehlen noch zwei. Jetzt müssen wir Romeo besiegen und Eulette retten. Ich kümmere mich um ihn, du rettest sie. Super Katzensprung. Aber ich habe nicht die richtigen Kräfte. Leg sie in Eulettes und Geckos Raum, damit ich die Kontrolle über das Hauptquartier übernehmen kann. Lass mich nicht hängen, Vogel. Trautes Heim, Glück allein, ihr kleinen Schmetterlinge. Ja! Was ist denn mit Birdie los? Er war gerade auf einer aufregenden Mission und müsste glücklich sein. Aber so sind Haustiere nicht. Er hat kein Zuhause, du hast ihn nicht trainiert und vermutlich hat er Hunger. Ups. Na dann komm, Birdie. Zeit für Fresserchen. Und wir räumen Catboys Hauptquartierraum auf. Luna Girl? Flatternde Federn. Ich brauche Catboy und Gecko. Nein, Birdie. Du bleibst hier und frisst. Ich bin gleich zurück.
Ich habe gerade Luna Girl auf dem Eulenaugenbildschirm gesehen. Sie ist hier. Okay, dann warte, was ist das? Oh, das ist nur etwas Futter für Birdie. Vorhin schien er wirklich Hunger zu haben. Solltest du es ihm nicht geben? Mach ich, Gecko, aber wir müssen uns erst um Luna Girl kümmern. Sie hat dich nicht mal gefüttert, oder? Und jetzt los, tu, was ich dir beigebracht habe. Während ich diese Pyjama-Nasen auf Trab halte. Schnapp mich doch, PJ Masks! Mit dem Hauptquartier. Ich habe es in einen riesigen Mondmagneten verwandelt. Die Türen sind magnetisch verriegelt und bald wird, dank dem Vogel, alles in der Stadt angezogen. Dann gehört alles mir. Was? Das war mein Haustiervögelchen? Das... Was hat das zu bedeuten? Vielleicht gefällt Ihnen dein Führungsstil nicht. Ja, ich wäre eine viel bessere Anführerin. Wir würden spielen, Unsinn machen und hätten richtig viel Spaß. Lächerlich. Was? Sie haben wohl das Team gewechselt. Cool. Oh, ihr ungezogenen Ninjalinos. Ich hol mir bald meinen Streitwagen zurück. Und dann gibt's großen Ärger. Riesigen Ärger. Die sind so niedlich. Hm? Das macht Spaß. Großartig. Aber bevor wir Spaß haben, sollten wir den hier lieber in Sicherheit bringen. Ja. Echt schwer. Ich mach das mit meinen Super-Gecko-Muskeln. Wartet. Hm? Es macht doch mehr Spaß, wenn meine Ninjalinos das übernehmen. Wie könnte ich sie nennen? Eule-Teenies. Was haltet ihr davon, Eule-Teenies? Wollt ihr mich durch die Gegend ziehen? Macht nur, Eule-Teenies. Zieht! Anführerin zu sein ist lustig. Das mag ja Spaß machen, aber so erledigen wir unsere Aufgabe nie. Vorher will ich es noch genießen, Anführerin zu sein. Vorwärts, meine Eulettinis! Eulette! Nachtninja könnte jede Sekunde zurück sein. Na gut, Eulettinis ins Museum. Eulettinis, bleibt stehen! Ich befehle euch, stehen zu bleiben. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht streng sein. Komm jetzt. Nachtninja wird jeden Moment hier sein. Wir sollten ihn an einem sicheren Ort verstecken. Hinter diesen Kisten. Wartet, ich probiere noch was Lustiges aus. Eure Teenies marschiert. So. Und jetzt salutiert eure Anführerin. Oder wir nehmen dafür einen neuen Krachmacher. Aber bloß, weil er einen hat, heißt das nicht, dass du auch einen brauchst. Zum Katzenflitzer. Wann werdet ihr Pyjama-Plagegeister endlich sagen, wie großartig meine Burg ist? Na los, sagt es. Niemals! Wir bringen die Schulbusse zurück. Catboy, ich werde die Busse mit einem Gecko-Mobil schwanzstark loseisen. Gute Idee. Und ich? Pass auf, dass sie dabei nicht kaputt gehen. Oh, oh. Es fängt an, Klebeklatscher zu regnen. Klebeklatscher, Klebeklatscher! Da! Hör dir diesen Krach an, Nachtninja. Das ist Katzenmiauen. Gecko-Mobil-Schwanz los! Wow! 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 Meine Burg ist ninja stark gebaut. Da müsst ihr euch schon mehr anstrengen, um sie niederzureißen. Ich hätte nicht gedacht, dass euch das Mega-Miauen zum Schleudern bringt. Ja, das Mega-Miauen war eher ein Mega-Fehler. Jetzt hängt alles von mir ab. Gecko-Mobil-Tarnung. Wo ist der glucksende Gecko hin? Ninjalinos, warum seid ihr nicht in den Bussen? Sofort zurück und haltet diesen Gecko auf. Ha.
ich stecke fest. Nein, Gäste können gehen, wann sie wollen. Aber ihr? Ach was, ihr werdet es schon merken, wenn ihr das hier seht. Was? Ihr seid gefangen, ihr Pyjama-Party-Pupser. Aus meiner Mondkuppel gibt es keinen Entkommen. Wolltest du dich nicht mit uns versöhnen? Nein, keineswegs. Oh, und diese Kuppel, sie schließt euch rundum ein. Von ganz oben und sie geht bis ganz in die Erde. Und während ihr festsitzt, klaue ich auch noch die anderen Sachen vom Schulball. Was? Ich möchte nicht, dass auch andere Spaß beim Tanzen haben. Auf meiner Party geht es nur um mich. Flatternde Federn. Die Tanzveranstaltung wird abgesagt, wenn sie alle Sachen klaut. Dann wird nichts aus unseren coolen Moves. Gackerner Gecko. Und ich wollte doch meinen Roboter vorführen. Wir werden niemals zulassen, dass Luna Girl allen den Spaß raubt. Wir müssen hier raus. Ich mach das schon. Super Gecko-Muskel. Ich kann sie nicht bewegen. Und ich kann nicht rausfliegen. Die Kuppel reicht bis in die Erde rein, also können wir nicht drunter. Mach doch eine superschnelle Drehung und wirbel damit einen Tunnel. Das ist eine tolle Idee. Das ist wie der Tanzmove Wirbelnder Tornado, Catboy. Vermutlich hat das Ähnlichkeit damit. Du brauchst nur etwas Übung. Das mache ich keinesfalls nochmal. Das war peinlich. Überlegen wir uns was anderes. Du schaffst das schon. Ich zeig's dir nochmal. Komm schon, stell dich auf deine Zehenspitzen, heb ein Bein und dann loswirbeln. Aber mit Superkatzentempo. Na gut. Ultra komischer Katzenklo-Bubi. Schade nur, dass du deine Moves nicht vorführen wirst. Und was wäre schon eine Party ohne die hier? Wir halten dich auf, Luna Girl. Nicht, solange ihr in der Kuppel eingesperrt seid. Bis bald, PJ Multitask. Hilfe! Keine Sorge, Eulette, ich komme. Ich sollte den Eidechsengriff ausschalten. Ich hab doch gesagt, ich kann nicht gut springen. Du kannst nichts dafür, dass du nicht gut genug für meinen Plan warst. Hä? Ich überleg mir sowieso bald einen anderen. Es wird Zeit, die Fernbedienungen rauszurücken, Spatzenhirn. Ruh dich etwas aus. Ah, genau rechtzeitig, um mir bei meinem Masterplan zu helfen. Deinem Masterplan? Oh ja. Diese Fernbedienung kann nur eine Person steuern. Aber wenn ich meine große, phänomenale Romeo-Fernbedienung mit diesen gestohlenen Teilen fertig gebaut und ihr noch einen Extraverstärker mit der Satellitenschüssel verpasst habe, dann werde ich alle Leute in der Stadt gleichzeitig steuern können. Du stellst eine Satellitenschüssel aufs Labor? Nein, einfältige Katze. Er! Das mache ich sicher nicht für dich. Doch, wirst du. Nicht kitzeln. Okay, okay. Hör auf, Pepper zu kitzeln, dann tut mir, was du verlangst. Und jetzt, Miezekatze und Spatzenhirn, stellt meinen Satellitenturm auf. Währenddessen baue ich meine phänomenale Romeo-Fernbedienung fertig. Okay, ich habe einen Plan. Die kleine Fernbedienung ist in Romeos Rucksack. Während ich ihn ablenke, schleichst du dich hinter ihn und holst sie raus. Nicht übel, aber ich habe vor, die große Fernbedienung zu kriegen. Du lenkst ihn ab, ich schleich mich ins Labor und schnapp sie mir. Ich glaube, mein Plan ist sicherer. Ich habe nämlich vorhin Romeo an der Labortür rumspielen sehen. Das könnte eine Falle sein. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Teamleiter, also habe ich das Sagen. Na gut. Romeo, bitte hilf mir. Was ist denn, Schwarzenhirn? Dieser Turm, welche Stangen sind für die Querteile? Und wie hoch soll er werden? Oh, oh, ein Alarm. Moment, ich habe eine Idee. Super Katzentempo. Oh, oh yeah. Sehr hübsch, Federchen. Aber mit Farbe hältst du mich nicht auf. Dann klebe ich dich eben fest. Eulette, hilf uns mal. Danke. Aber beim Farbeverspritzen hätten alle Kunstwerke ruiniert werden können. Was mit deiner Skulptur passiert ist, soll doch nicht auch anderen widerfahren. Aber ich wollte nicht die Kunstwerke treffen, sondern Nachtninja mit Farbe vollspritzen. Dann zahle ich sie ihm eben anders heim. Ich muss rauskriegen, wo er als nächstes hin will.
Er versucht wahrscheinlich noch mehr Kunstwerke zu stehlen. Also irgendwo, wo es viele Kunstwerke gibt. Wie zum Beispiel im Museum. Los geht's! Du und du, ihr poliert mein Meisterwerk. Und der Rest von euch versteckt die anderen Gemälde im Museum. Was für ein Wunder! Was für eine Schöpfung! Was für ein wunderbares Exemplar! Ich bin der großartigste Künstler aller Zeiten! Sehe ich richtig oder spinne ich? Das ist eine riesige Nachtninja-Statue! Die sehen wir uns genauer an. Geckomobil Tarnung! Sie ist fantastisch! Wow. Nein, sie ist furchtbar! Kommt runter! Ich möchte nicht, dass ihr aus Versehen auch mein Meisterwerk zerstört, so wie diese Funkelblitz-Skulptur in der Schule. Dann wurde deine Skulptur nicht absichtlich zerstört. Wie könnt ihr es wagen, mein wunderschönes Kunstwerk zu beschmieren? Wischt es weg, sofort! Und? Habt ihr denn schon alle anderen Kunstwerke im Museum versteckt? Gut, bald werde ich sie los sein. Für immer! DJ Mask hat sich verheddert. Fehlen nur noch zwei. Super Katzentempo. Super Gecko Muskel. Hey! Ich habe eine Idee. Das Teil wächst doch im Dunkeln, oder? Vielleicht mag es ja kein Licht. Wenn wir den Lichtstrahl des Eulengleiters darauf richten, schrumpft es vielleicht. Warte, was ist mit meiner Ausgrabidee? Ich kenne mich auch mit Gartenarbeit aus. Schon vergessen? Das mit dem Ausgraben hat nicht wirklich funktioniert. Vielleicht nicht mit der Schaufel, aber wie wär's mit den Eulengleiterkrallen? Ich umkreise sie und grab sie dabei aus. Und halte mich diesmal von diesen klebrigen Fangarmen fern. Und jetzt wird gebuddelt. Zeit für PJ-Unkrautvernichtung. Oh, ich hänge fest. Schon wieder. So ein Pech aber auch. Flatternde Federn. Ich hab dich. Super Gecko-Muskel. Ah! Lass meine Freundin in Ruhe, Luna Girl. Hey, holt mir meinen Mondmagneten. Fast geschafft. Das glaube ich nicht, Eidechsenfuß. Gecko, Vorsicht! Hey! Was hast du schon wieder vor, Romeo? Wie hast du unsere Superfahrzeuge hierher geschafft? Ganz einfach. Ich habe meinen mega tollen Elektromagneten benutzt, um mir ein paar Tagautos zu klauen. Dabei wurden eure Fahrzeuge gleich mit angezogen. Du darfst unsere Fahrzeuge nicht einfach klauen. Oh, klebt ihr deswegen auf euren albernen Fahrrädchen? Was? Wer? Ich? Oh, buhu. Hör zu, Romeo. Du darfst Autos nicht einfach stehlen und auf gar keinen Fall unsere Superfahrzeuge behalten. Wofür brauchst du die drei überhaupt? Ich brauch sie nicht. Ich probiere sie alle aus und behalte das Beste. Die anderen kriegt ihr wieder, nachdem ich sie mit meinem Magneten platt gemacht habe. Was? Ene, mene, mane, mo. Wer will fahren mit Romeo? Aha. Mein Eulengleiter! Schnell, wir müssen ihn verfolgen. Wartet, mit unseren Rädern erwischen wir ihn nicht. Wir können meinen Katzenflitzer nehmen, wenn ich ihn runterkriege. Seht, das muss die Fernbedienung für den Magneten sein. Aber wir wissen nicht, wie sie funktioniert. Nicht, dass wir damit unsere Fahrzeuge platt machen. Ja, nehmen wir unsere Fahrräder. Los, er entkommt uns. So erwischen wir Romeo nie. Doch, das werden wir. Ich flieg hoch und lock ihn runter. Dann saust du mit Gecko auf deinem Fahrrad mit super Katzentempo vor. Genau. Und ich schnapp mir den Eulengleiter mit meiner Superstärke. Juhu! Hä? Catboy?
Mein Rad kann weder Katzenschreie von sich geben, noch Fellbälle abfeuern. Ich fahr zurück und hol den Katzenflitzer. Und was ist mit unserem Plan? Los, lande, Romeo! Ich hab dich! Auf deinem Fahrrad? Vergiss es, Vögelchen! Oh! Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer! Oh, was ist das? Der Riesengecko, der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Niemals. Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf. Schnappt ihn euch, Lotti! Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord. Morten, holt die anderen Festwagen und folgt mir. Macht schon, hebt sie hoch, strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufweckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste. Wenn ich sie nur ein bisschen größer mache, passen Luna Girl und die Motten perfekt da rein. Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko, schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Vorsicht! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment! Wer braucht schon ein Mondbord, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir! Nur mir! So, und jetzt kriege ich alle Festwagen. Ich brauche nur noch mehr Riesenmotten. Haha! Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Exli. Er ist in der Schule und will sich unsere Flagge schnappen. Das heißt, er passt nicht auf seine auf. Dann können wir sie uns jetzt holen. Ich dachte, dein Supergecko-Spürsinn verrät dir nur, wenn Gefahr naht. Ganz egal, was naht. Er spürt so ziemlich alles. Okay. Los jetzt! Schnappen wir uns seine Flagge! Du bleibst lieber hier und bewachst unsere Flagge. Man weiß ja nie. Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei. Aber nicht der Nachtninja. Mein Gecko-Spürsinn hatte recht. Er ist drinnen. Zeit, uns die Flagge zu schnappen. Super Eidechsengriff. Ah, was? Nein! Ha, suchst du mich, Eidechsenfuß? Super Katzentempo. Offenbar hat dein Supergecko-Spürsinn versagt. Super Spürsinn? Oh, bitte. Ich hab mich nicht geirrt. Nachtninja ist in der Schule gewesen. Nur nicht innen drinnen. Du und du, kommt mit mir. Wir müssen eine Flagge klauen gehen. Die anderen bewachen unsere Flagge. Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge. Wir müssen Eulette helfen. Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei. Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu. Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt. Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier. Mein Supergecko-Spürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist. Er ist sogar hier. Gecko, sei vorsichtig. Das war Luna Girls Schuld. Und jetzt hat sie das Gecko-Mobil geschrottet. Ich düse ins Hauptquartier und hol den Katzenflitzer. Der ist schnell genug, um sie einzuholen. Hey, diese Hupe kenne ich doch. Komm mit. Und jetzt wird's spaßig. Das Auto gehört Cameron und nicht dir. Gib es zurück. Zuerst müsst ihr mich fangen.
Gecko-Muskel! Hier drüben, Eidechsenjunge! Wow! Wow! Mich erwischst du nie! Wow! Gecko! Vorsicht! Catboy, eilt zur Rettung! Kommt mit, Motten! Was ist passiert? Oh nein, das war keine Absicht. Das war Luna Girls Schuld. Zeit für ein richtiges Rennen. Kommt schon, Pyjama-Plagegeister. Fangt mich, wenn ihr könnt. Gecko, sollte nicht ich fahren? Keine Sorge, ich hab's im Griff. Das könnt ihr vergessen.